Ja, hallo wieder zurück und wir spielen Spore auf dem Planeten Möhren. Wir sind in der Kreaturenphase, aber steigen gerade auf die Stammesphase auf. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was wir dann so tun können. Naja. Also erstmal entleert Verdauungssystem. Desinfiziert Keimzellen. Aber die Keimzellen sind doch die Bösen. Also wie soll man die denn desinfizieren? Warum sollte man jetzt Viren desinfizieren? Das würde doch theoretisch nichts bringen. Okay, also hier. Hör doch mal auf, mich zu schnuppern. Mann, oh Mann, hier. Also hier, das ist unsere Figur. Und wir haben jetzt ein ultra großes Gehirn gekriegt. Ach, ich bin immer noch von den Flügeln bestaunt. Also, erstaunt eigentlich. So, das ist einfach hier. Naja, gut, egal. Wir steigen jetzt einfach mal auf und... Ups, nein, wir warten. Wir machen noch das. So, wir steigen jetzt einfach mal auf und hier ist unsere Geschichte. Ja, ich habe jetzt ein großes Gehirn, super. Okay, wir sind schon wieder Allesfresser. Also, jetzt heißt wir anpassungsfähig. So, okay, wollt ihr das noch unbedingt sehen eigentlich? Ich glaub nicht, oder? Naja, gut, machen wir nicht. Also, wir sind eigentlich so ziemlich in der Mitte, waren noch ein bisschen sozial, also so ein bisschen sozialer, aber gut. Wir müssen es ja nicht perfekt machen, wir müssen es nur so ungefähr schaffen. Okay, das ist unser... Ich glaube danach. Na gut, also wir haben jetzt noch Chance, unseren Freaky da hier zu verbessern. Naja, ich weiß nicht, jetzt nicht unbedingt, was noch so groß verändern soll. Ich könnte hier noch so einen Schnappkrapscher machen oder so einen Krakenhaken. Den habe ich, glaube ich, ja. Ich könnte jetzt noch mal bei der Hand versuchen, und hoch etwas rein. Gängig. Ich kann ja noch mal gucken. Also es wird eigentlich sowieso nichts bringen. Ich könnte jetzt noch hier... So, groß. Ich nehme jetzt einfach mal die hier. Oh. Ich weiß nicht, soll ich die nehmen? Ich meine, es gibt keine anderen guten. Oder die hier? Nicht? Ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. So. Wo ist er sauber? Na ja, gut, dann machen wir einfach sauber, wenn es dir so gut gefällt. Gefällt es dir? Ja? Nein? Naja, so. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier noch so groß verändern soll. Ich finde das eigentlich schon so gut. So, und so reicht es mir auch. Oder warte mal, ich wollte noch gerade etwas gucken, ob das jetzt geht. Ich wollte mal sehen, wie das aussieht hier, das da. Ja. Ich glaube, so wollen wir uns nicht haben. Wir hatten das da, ne? Hier. Genau das. Also ich glaube, sowas finde ich... Das sieht ein bisschen extrem aus. Nein, ich finde das ist nicht so gut. Ich fand Knorrel, nein. Ich fand das schon gut. Ja, genau. Das findest du auch toll, stimmt's? So. Noch ein paar Hände. Was mit denen?
Ach, mit denen hätte ich jetzt posieren können. Na, toll. Na, super. Weiß jetzt nicht, ob ich jetzt die nehmen soll. Ich fand die auch nicht ganz so schlecht. Knumpenklöchel. Die sehen eigentlich schon richtig... Nicht? Nein. Okay, dann machen wir einfach die, die du magst. So, dann nehmen wir einfach die Sau raus. Ich hoffe, es gefällt euch, weil ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier noch so groß verändern soll. Und ich entschuldige mich, dass ich einfach so leise spreche. Es ist einfach so, wenn du das mal so machst, lasst euch jetzt mal alleine gucken. Glückwunsch, du stehst nun kurz vor der Stammesphase. Okay. Entwickel kulturelle Abstraktion, okay. Animationen werden poliert. Oh. Wieder zurückgehen. Erkennen theoretisches Bezugssystem werden eingearbeitet. Strukturierte Sprachsysteme. So. Oh, unser. Nicht Rathaus und Häuptlingshaus, sag ich mal. Häuptlingszelt. Mit einem Dach über den Kopf und der Herrschaft über das Feuer betrittst du das Zeitalter der Werkzeuge und Trommelrhythmen. Aber Vorsicht! Bald werden überall auf dem Planeten andere Stämme entstehen. Sei vorsichtig. Du hast einen Stab gegründet. Du befehligst jetzt einen aufsteigenden Stamm mit 3 Mitgliedern. Du kannst einzelne Mitglieder oder eine Gruppe auswählen, die deine Anweisung ausführen. Interagiere mit anderen Stämmen, um deine Fortschrittsanzeige zu füllen. Sehen wir uns das mal an. Okay, Herr Tutorial. Das ist deine Fortschrittsanzeige. Gehe Bündnisse mit anderen Stämmen ein oder erobere sie, um deinen eigenen Stamm voranzubringen. Ja, das machen wir bestimmt, Herr Tutorial. Diese Ziele helfen dir, die Stammesphase zu überstehen. Das braucht kein Mensch. So, jetzt kommt erstmal so richtig viel Tutorial. Der Herr Tutorial, der erklärt uns jetzt alles Mögliche. Klicke auf das Hutsymbol, um das Stammesmitglieder im Menü einzublenden. Wähle Stammesmitglieder und jo. So, hier, also wir könnten den jetzt auch noch verändern. Aber nicht mehr viel. Also wir können jetzt nur noch hier so Rüstung, also nur so ein bisschen Masken und Hüte und noch Symbole und noch irgendwas. Eigentlich nicht mehr so viel. Hier ist noch, also jetzt wird, naja, weiß nicht, was das alles jetzt noch bringen soll, aber naja. Was müsst so? Oh. So vielleicht. Jetzt kann ich besser sammeln. No. Ich weiß, also mich hat das noch nie so ganz interessiert. Einfach aus dem Grund, weil ich finde das einfach nur. Ich finde, das bringt es einfach nicht. Also. Ich kann jetzt ihnen diesen lustigen Hut hier geben, aber was sowas wie Masken oder sowas hier so. Nee, sowas werde ich hier. Also ich verzichte.
Guck so, also ich weiß auch nicht, wo ich die Masken noch hin tun. Also, sowas mag ich einfach nicht. So ein kleines Detail, ja, das geht, aber der Rest nö. Jo! Oh, Kamera-Tutorial. Du kannst die Kamera jetzt frei über die ganze Welt bewegen. Dadurch hast du einen besseren Überblick über einzelne Stammesmitglieder oder Gruppen, denen du Befehle erteilst. Machen wir mal einen Moment Pause und sehen uns die Grundlagen der Kamerasteuer an. Mit diesen Befehlen kannst du Zoom und die Kamera trainen. Das Live funktioniert auch mit deiner Maus. Red. Versuch mal. Halt beide Maustasten gleichzeitig gedrückt, um die Kamera zu neigen und zu drehen. Cool. Schwenke die Kamera mit dem Pfeiltasten oder halte die rechte Maustaste gedrückt. Gut, klicke auf die Übersichtskarte auf den Hüttensymbol, um die Kamera wieder auf deinen Stamm zu richten. Zack. Klicke auf das Porträt eines Stammesmitgliedes in der Stammesliste, um ein Individuum auszuwählen. Ach. Klicke und ziehe einen Auswahlrechtsklick, um mehrere Gruppe zu befehligen. Die Grundlagen sind jetzt klar, dann geht's jetzt los, suchen wir was zum Essen. Ja, Herr Tutorial. Mann, wir haben's verstanden. Soll der Häuptling mit? Ich mit. Und lass mir jetzt ein Ding, Ding, Ding. Ein Ei. So, also hier ist unser Stamm. Ich kann nur 6 Leute haben. Inklusive Häuptling. Und hier ist unser Baby. Das muss jetzt erstmal wachsen. Hier, das ist eine Zeit, bis das dann gewachsen ist. Und hier sind unsere Leute. Die sammeln jetzt hier ganz fleißig Obst einfach. So. Und die bringen das dann hier hin. Hier zu diesem Essenstisch, sag ich mal. Und geben es dann einfach ab. Und dann wird es mir hier gut geschrieben. Das ist gut. Also ich bevorzuge es, Pflanzen zu nehmen und keine die zu töten und dann das Fleisch zu holen, weil ich finde, dass da hat man einfach nicht so eine große Quelle, also bei den Pflanzen hat man eine ganz große Quelle, die gibt es überall und die geben extrem viel Nahrung und dann so etwas, so jemanden zu killen, das finde ich, das gibt ein bisschen, aber dann auf Dauer. Was ich am besten finde, ist Fischen, also das finde ich hier richtig gut. Also hier, da kann man fischen, da ich aber noch keine Angelrouten habe, geht das halt nicht. Oh, ein anderer Stamm. Oh, okay, cool, die haben jetzt 2. Wow. Ein rivalisierender Stamm der XC hat sich auf deinem Planeten entwickelt. Nee, das lese ich jetzt nicht vor. Entschuldigung, aber... Ey, darauf habe ich jetzt wirklich keine Lust. Baby ist gewachsen. Erwachsen. Nicht gewachsen, sondern erwachsen. So, mal gucken, ob wir hier irgendwas bauen. Nein, ist gerade so 25. Ich guck mir mal das Prowndorf. Also wir könnten sie jetzt zerstören oder wir könnten uns mit ihnen verbünden. Also, ich hoffe dann, dass es dann irgendwie geht. Also, ich hoffe, dass ich jetzt nicht dann... So, ich hole mir jetzt einfach alles. Ich hoffe jetzt, dass ich jetzt nicht irgendwie zu sozial werde oder so, aber ich verbünde mich mal mit denen und so. Oder? Naja, ich werde einfach mal meinen ganzen Stamm...